Den M-Modus, den hatten wir jetzt ja schon. Aber was ist eigentlich der A-Modus oder auch AV-Modus? Was der macht, das lernst du in dieser 9. Lektion aus meinem Videokurs Einfach fotografieren lernen. Viel Spaß! In diesem Video geht es um einen anderen Modus, und zwar um den A-Modus. Und der A-Modus hat nichts zu tun mit Automatik im Sinne von Automatikmodus. Das haben wir schon rausgefunden. Das ist P, sondern A steht für Aperture Priority. Und das ist Englisch und bedeutet Aperture, Blende, Priority wie auf Deutsch Priorität. Also die Blende hat Priorität. Was es in der Kamera macht, ich stelle jetzt hier zum Beispiel ein Blende 1.8. und kann die Blende eben frei wählen. Und die Kamera wählt automatisch die passende Verschlusszeit dazu, je nachdem, wie das Licht eben ist. Und ich bin jetzt hier in der Sonne, habe jetzt wieder eine schöne Pusteblume, fokussiere mal auf die Pusteblume rauf. Die Kamera bleibt bei Blende 1.8 für diesen schönen, unscharfen Hintergrund. Aber ich habe eine Verschlusszeit von 1/2500, also eine sehr schnelle Verschlusszeit, weil hier Sonne ist und weil die Pusteblume eben in der Sonne steht. Gehen wir jetzt mal nach da hinten, zum Beispiel in den Schatten, und ich verstelle gar nichts an der Kamera. Ich bin immer noch im gleichen Modus, bin immer noch Aperture Priority auf Blende 1.8 und gehe jetzt mal zu so einer Pusteblume hier im Schatten. Und dann sehe ich, wenn ich jetzt hier mal drauf fokussiere, also erstmal ist das ein mega Hammerbild mit diesen ganzen Pusteblumen hier, dann bin ich jetzt zum Beispiel Blende 1.8 bei einem Tausendstel, weil hier Schatten ist. Und der Vorteil ist, ich musste nichts umstellen. Ich musste nicht selber an meiner Verschlusszeit rumfriemeln, wie das sonst im manuellen Modus der Fall ist. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel auf den Automatikmodus wechsle, also auf P, und hier ein Bild mache, würde mir die Kamera jetzt sagen, geh lieber auf Blende 4.5. 4.5 will ich aber nicht haben, sondern ich möchte eben Priorität auf die Blende, und zwar Blende 1.8. Dieser Modus bietet sich super an für zum Beispiel Porträts, auch wenn das Licht sich wechselt, und für alle Menschen, die einfach sagen, ich bin ein bisschen faul und ich habe keine Lust, immer an der kompletten Kamera rumzuspielen. Ich will nur die Blende einstellen, weil Blende ist hier wichtig. Blende hat hier Priorität und der Rest interessiert mich nicht so wirklich. Es gibt, wie gesagt, kein richtig und falsch, und das eine ist gut, das andere ist schlecht. Am Ende kommt es ja immer darauf an, was für ein Foto kommt dabei raus. Und niemand wird am Ende sagen, du kriegst den ersten Preis dafür, weil du nur manuell fotografiert hast, sondern man wird sagen, wow, das ist ein cooles Foto von Pusteblumen, und ist doch völlig egal, ob im AV, TV, MV, was auch immer für ein V-Modus. Übrigens habe ich noch gar nicht erzählt, hier bei dieser Kamera ist es so A. Bei Canon heißt es zum Beispiel AV. Das ist wichtig zu merken, also das ist der gleiche Modus, Aperture Priority. Man sieht es aber auch am Ende, wenn du einfach guckst und siehst, was kannst du verändern, wenn du die Blende verändern kannst, dann ist es der Modus der Blendenpriorität. Ja, und das kann man natürlich mit einer Offenblende machen, so wie ich das jetzt hier mache mit einer Blende 1.8. Man kann es aber natürlich auch anders machen und sagen, ich möchte, dass alles wirklich scharf ist und gehe nur auf eine Blende 8 oder sowas oder auf eine Blende 10. Und dann gehe ich jetzt hier unten mal auf die Pusteblumen rauf. Und man sieht, man hat viel mehr Schärfe im Bild. Ich bin allerdings jetzt auch schon bei einem 30stel Verschlusszeit. Und 30stel Verschlusszeit mit 55 mm muss mir als Fotograf jetzt eine Alarmglocke geben und zeigen, das ist kritisch, hier könntest du verwackeln, und das weiß die Kamera eben nicht. Die ist nicht so intelligent und hat diesen Kurs geguckt, so wie ihr jetzt schon in der Vergangenheit. Und genau da hat halt der AV-Modus oder der A-Modus auch seine Schwäche. Aber im Großen und Ganzen, man kann ihn absolut benutzen, und du weißt jetzt, wofür er da ist. Natürlich kann ich auch in dieser Automatik das Ganze mit Plus und Minus heller regeln. Einfach genauso vorgehen wie im Automatikmodus. Also dieses Plus unten einmal drücken und dann nach links oder nach rechts gehen und das Bild dann in Zukunft über- oder unterbelichten, aber eben mit dieser Blende, die man fix eingestellt hat. Und ich habe auch für dieses Mal eine Aufgabe für dich, und zwar geh in diesen Modus rein, in den A-Modus, Blendenpriorität, und probiere mal drei verschiedene Motive aus. Einmal die Blendenpriorität auf Blende 8, und zwar bei Tag. Dann einmal die Blendenpriorität, und zwar am Abend, also wenn das Licht ein bisschen weniger ist, oder du kannst alternativ auch nach drinnen gehen, wo weniger Tageslicht einfach hinkommt. Und dann das dritte, mach die Blende maximal auf, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, zum Beispiel Blende 1.8 mit der Blendenpriorität, und mach damit ein paar Bilder, korrigier mal ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, so wie es dir gefällt, dass du lernst, diesen Modus zu beherrschen. Und je mehr du am Ende kannst, je mehr verschiedene Varianten du kennst, desto mehr hast du später
zur Auswahl. Das war die 9. Lektion aus meinem Videokurs Einfach fotografieren lernen. Ich habe probiert, mein ganzes Fotografiewissen aus den letzten 12 Jahren zusammenzupacken in einen Kurs, damit du einfacher, schneller und besser das Fotografieren lernen kannst. Und das Besondere ist, dass es diesen Kurs nicht nur zum Kauf auf lernvonben.de gibt, sondern auch kostenlos hier auf diesem YouTube-Kanal. Und zwar jeden Monat eine Folge abgeloadet hier auf diesem Kanal. Check auf jeden Fall die Playlist dafür aus. Abonnier den YouTube-Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Oder geh auf lernvonben.de, hol dir den Kurs, lad ihn direkt auf deinen Computer runter, schau dir alle Videos an in deinem Tempo, so schnell wie du möchtest und unterstütze damit natürlich auch unsere Arbeit. Ganz egal, was du machst, ich wünsche dir viel Spaß beim Fotografieren lernen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut und ciao, ciao.